Glauben Sie auch manchmal, dass Sie bei der Flut an unterschiedlichen Papiersorten den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen? Das wird sich gleich ändern. Dabei trifft Tradition auf Moderne, denn auch wenn die Welt immer digitalisierter wird, ist Papier auch im modernen Büro nicht wegzudenken. Papier hat eine höhere Lebenserwartung als jeder digitale Datenspeicher. Jetzt will es unser Holzfäller wohl ganz genau wissen, warum im Büro Papier nicht gleich Papier ist. Wenn er nämlich meint, er nimmt nun das weißeste aller Papiere zur Hand, dann sollte er sich erst einmal über dessen Weißegrad schlau machen. Die gängigen CIE-Werte reichen von 80 bis zu 180. Für das menschliche Auge gilt dabei, je höher der CIE-Wert, desto heller und weißer das Papier. Besonders bei Recycling- und Umweltpapier spielt der Weißegrad deshalb eine besondere Rolle. Was bei der Auswahl von geeignetem Drucker- und Kopierpapier sonst noch ins Gewicht fällt, ist die sogenannte Grammatur, die in Gramm pro Quadratmeter angegeben wird. 80 Gramm pro Quadratmeter Papier ist das klassische Standardpapier, das gerne für den allgemeinen Bürobedarf zum Einsatz kommt und in Europa zum gängigen Normalpapier zählt. 80 Gramm pro Quadratmeter bedeutet, dass 80 Gramm Zellstoff je Quadratmeter verwendet werden. Papiere ab 100 Gramm pro Quadratmeter haben eine höhere Papierstärke und eignen sich deshalb auch für hochwertige Ausdrucke und gelten als besonders reißfest. Langsam lüftet sich der Schleier im Papierdschungel. Warum kann er durch dieses hindurchschauen? Mit bloßem Auge blickt er durch ein scheinbar weißes Papier. Das Papier hat nämlich lediglich einen geringeren Opazitätswert. Opazität ist das Maß für Lichtdurchlässigkeit. Der Wert von 0 bezeichnet dabei eine Lichtdurchlässigkeit von 100%. Der Wert von 100 bedeutet, dass das Papier lichtundurchlässig ist. Bei niedrigen Opazitätswerten scheint der Druck deshalb von der anderen Seite hindurch. Ein relativ hoher Opazitätswert ist ausschlaggebend für die Duplexfähigkeit, sprich die beidseitige Bedruckbarkeit eines Papiers. So viele Informationen rund um das Papier bringen selbst den stärksten Holzfäller in einen Zustand der Erschöpfung. Doch der allwissende Baum hat einen ausschlaggebenden Tipp für unseren Holzfäller. Sollte der Naturbursche in diesem Leben doch noch zum Bürohengst werden, dann sollte er am besten zu universell einsetzbarem Kopierpapier greifen. Mit diesem trifft er garantiert immer die richtige Wahl. Kopier- und Druckerpapier aller namhaften Hersteller finden Sie übrigens auch in unserem Online-Shop.